Ja, einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend oder schönen Samstag Nachmittag. Wir sind bei der Folge 38 meines Let's Plays. Und ihr erinnert euch, wenn ihr gestern die letzte Folge angeschaut habt, am Ende kam ich gleich aus der Tür raus. Ich starte jetzt an derselben Stelle oder guck mal, wo mich das Fortsetzen hin verschlägt. Und entweder es geht oder ich gehe halt einen Spielstand zurück. Alles kein Problem. Finde auch gemein, wenn manche Menschen sagen, naja, nach 3,5 Monaten sollten so Sachen eigentlich nicht mehr vorkommen. Aber nein, das ist ja ein Spiel, das man richtig spielen muss. Und dann gibt es auch keine Bugs, habe ich irgendwie versuchen, das irgendwelche Leute einzureden. Anyway, was anderes, 38 heißt, dass in nur 2 Folgen dieses Let's Play vorbei sein wird, für immer. Hey, du hast hier nichts zu Ja, suchen. das weiß ich, Geh aber fort oder setz jetzt ab. geht's, jetzt bin ich nämlich da. Das ist doch super. Jetzt geht's! Jawohl! Einfach speichern, laden, dann geht das schon. Perfekt. Alle sind zufrieden. Und das heißt, die Live-Folge kommt auch mit Folge 40. Das Einzige ist, dass wir jetzt gucken müssen, wann genau wir die machen. Und das können wir heute noch nicht sagen. Das tut mir schrecklich leid. Wir haben die ja eigentlich terminiert, aber ja, schauen wir mal, ob es wirklich der Samstag nächste Woche ist, nee, der Freitag nächste Woche ist, wie ihr es erwarten würdet. Oder ob wir das umlegen, das können wir euch leider erst am Montag sagen. Also die 39 wird ganz normal am Dienstag erscheinen und die 40, die Live-Twitch-Folge, vermutlich am Freitag, aber ich kann es nicht sicher sagen. Weil diese Live-Folgen sind dann doch immer deutlich aufwendiger. So, was auch mal wieder passiert ist, obwohl ich mich hier im Schulmikro sehe. Wir fangen nochmal an. Oder? Nö, das könnt ihr ruhig sehen. Und Christoph oder Dennis zaubern meine Stimme hin. Auf jeden Fall jetzt ab 2 Minuten müsstet ihr mich wieder in voller Klarheit hören. So, und dann, eigentlich wollte ich ja nur schlafen gehen. Und dann muss ich jetzt eh warten, bis der nächste Tag anbricht. Den habe ich schon. Dann frage ich den Vogt noch. Und den Fuhrwerkshansel da und die Theresa stirbt. Damit haben wir uns schon abgefunden. Genau, und hier wurde ich zum Müller weiterverwiesen. Ja, dann, sorry. Dann würde ich mal sagen, Energie 56, das reicht. Die wollen mich nicht. Das war auch lustig, letzte Folge, oder? Es sind einfach die Türen zu. Obwohl die noch draußen rumlaufen. Jetzt sind sie ja wenigstens nicht mehr draußen. Da ist es ja nicht ganz so schlimm. Dann würde ich sagen, lese ich ein Buch, oder? Lange nicht mehr gemacht. Lesen. Lernen. Und 5 Uhr wird mich bei 100% Fortschritt sehen. Perfekt. Was immer das gemacht hat, dann kann es ins Pferd verlegt werden. Habe ich weitere Bücher. Flink wie ein Wiesel 2. Das habe ich ausgelesen schon. Ins Pferd damit. Dann gucken wir mal ins Pferd. Da gibt es nichts mehr. Also soll ich von meinen 6000 Kreuzern, soll ich mir mal irgendwann, oh, guck mal, der Jagdzettel ist ja völlig im Arsch. Soll ich mir mal irgendwann vielleicht wieder Bücher leisten? Naja, aber jetzt gehen wir mal, klappern wir mal die Leute ab. Also erstmal A. Der Vogt hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich bei ihm vorbeischaue zu früher Morgenstund. Bestimmt ein Frühaufsteher wie ich. Das war jetzt Absicht.
Ist das der Vogt? Nee, das ist doch irgendein Händlerzeichen. Das sieht doch vogtisch aus. Ja, der hat auch. Nee, das ist ein Rüstungsschmied. Ich kann ja irgendwie nachvollziehen, dass sie keine Minimap wollten, aber ehrlich gesagt ist es scheiße. Muss man doch echt mal sagen, oder? Man macht halt dann dauernd die große Karte auf. Was ist daran realistischer? Ich weiß es nicht genau. Ah, schade, ich wollte darüber laufen. Warten wir halt nochmal 2-3 Stunden. Weil ich glaube schon, dass es hier reingeht. Oder auf der anderen Seite. Und also ganz ehrlich, dieser Kompass mit den Fähnchen drin für... Ah, da ist offen. Aber das ist nicht der Vogt. Hallo. Ach, die Totengräber. Der Lule. Aha, die Bürgerin. Verdammt. Hey, was führst du am Schilde? Bau ab oder ich hätte dir die Wachtage im Hals. Der hat sich auch interessant hier. Quart mal, der ist lustig. Guck mal. Ich glaube, er glaubte... Oh nein, wieder so eine Tür. Ich darf doch nicht mehr durch... Ja, ich will ja. Ja, lass mich doch raus. Ich will doch gehen. Tut doch was. Mein Gott. Na, ich geh doch. Seid doch nicht immer so aufgeregt, nur weil einer mit der Fackel und in voller Montur bei euch im unzüchtigen, gemischten Schlafzimmer auch so eine tolle Idee. Das war zwar schon der Fall, dass die ganze Familie im Mittelalter in einem Raum letztendlich gelebt hat, aber weiß es nicht, ob das der Totengräber und die Bürgerin oder Ludatsch zusammen machen. Also die haben echt nichts zu tun, diese Wachen. Du lungerst herum, wo du nichts zu suchen hast. Du hättest dir das zweimal über... Ja, aber wir wissen doch mittlerweile, dass ich nur ein bisschen Druck machen muss. Ich habe nur... So. Wissen wir doch. So. Ob jetzt vielleicht der Vogt aufgewacht ist? Ja, weil er läuft offensichtlich rum. Also jetzt folgen wir dem A, das ist er. Hallo! Hallo, was willst du? Ich hätte ein paar Fragen an dich, Vogt, wenn es dich nicht stört. Gab es hier in letzter Zeit Ärger? Und was geht dich das an? Gab es Beschwerden? Wer hat dich geschickt? Niemand hat sich beschwert, obwohl ich neugierig wäre, wie du darauf kommst. Herr Ratze schickt mich. Es heißt, hier würden zwielichtige Gestalten ihr Unwesen treiben. Verzeih mir, aber was zum Deivel kümmert das Herrn Ratze? Und ich höre dasselbe von Herrn Sebastian, dessen Nase hat in dieser Sache auch nichts verloren. Ah, du hast Dreck am Stecken, das sag ich dir. Aber da habe ich schlechte Chancen. Ihr habt ein Gasthaus und die Reitwege führen hier durch. Gewiss suchen viele Reisende Arbeit und ein paar von ihnen haben sicher das Herz eines Gauners. Wohl wahr. Ein, zwei Tumulte gab es schon. Aber ein schönes Stück Arbeit, die Ordnung wiederherzustellen. Hat sich so etwas in letzter Zeit ereignet? Nein, es war ruhig in letzter Zeit. Aber lass mich nachdenken. Kann mich an nichts dergleichen erinnern. Sucht niemand Arbeit als Geleitschutz oder etwas Ähnlichem? Lass mich nachdenken. Nein, ich habe lange und breit drüber nachgedacht, aber es gibt nichts. Da muss ich erst... Nein. Herr Sebastian. Herr Sebastian? Wer ist das? Sebastian Baron vom Berg. Er steht unter dem Kirchenrecht und soll uns gegen die Unruhen im Land schützen. Wieso soll er sich um die Stadt kümmern? Dafür ist er doch gar nicht zuständig, oder? Wohl wahr, ich bin für die Stadt verantwortlich. Aber ständig sagt er mir, hier gingen Halsabschneider um und ich solle wachsamer sein. Ja, was jetzt? Mir kam zu Ohren, in Sasau gingen Presser um. Wenn sie Ärger machen, könnten sich die Leute beschweren. Denkst du, ich bliebe untätig, wenn Leute sich bei mir beschweren würden? Unsinn! Ah, der Ledermann. Ledermann ist unser Gerber und wohnt beim Steinbruch. Sie schlagen sich dort und dich kümmert das nicht? Wieso sollte mich das kümmern? Besser dort als in der Schenke. Immerhin zerlegen sie dort nichts außereinander.
Ja, also. Ist auch wieder ein hochkomplexes Quest-Design. Jeder der drei Leute, die ich befragen soll, schickt mich zu einem weiteren Leut, den ich befragen soll. Aber gut, das kann man schon machen. Wenn man keinen Respekt vor seiner Arbeit hat als Missionsdesigner. So, habe ich nicht gesagt, das habe ich nicht gesagt. So, lalalala. Ach, da ist das Gasthaus und das war nur das Wirtshaus. Darum hatten die wohl auch keine Übernachtungsmöglichkeit. Für mich erinnert nichts daran, dass sie bei zugeschlossenen Türen noch Leute bedient haben. Was ich für sehr, sehr, sehr fragwürdig halte. So. Dann schauen wir mal. Nach C. Die Fackel könnte ich langsam wegstecken, oder? Aber eins muss man im Vogt lassen, es steht wirklich so früh wie Gamers Global Chefredakteure auf. So. Wo ist denn mein nutzloses Pferd? Mein treues Pferd? Ach, lief die ganze Zeit hinter mir. Mensch. So wie es gerade, habe ich sogar wieder Lust auf das Spiel. Schade, dass es nur noch zwei Folgen geht. Ja, ich bin ein unglaublich gütiger, verzeihender Mensch. Das muss aber auch einfach mal gewürdigt werden. Dieses Spiel schmeißt mir seine gequirlte Kacke seit 38 Folgen an den Kopf. Und wann immer es mal 10 Minuten keinen Mist baut, mag ich es wieder. Also ich bin ein sehr verzeihender Mensch. Mein Ansprechpartner? Bin ich überhaupt richtig? Fast. Da. Nee. Wieder eine dieser Türen, die nicht zu öffnen sind. Vielleicht besser, als wenn man reingeht. Jetzt die geht auf. Reingeht, nicht mehr rauskommt. Ja, wo ist er denn? Der scheint noch zu pennen. Diese Gerber mal wieder. Ja, da ist er garantiert drin. Also hier quasi. Auch so eine Sache mit der tollen Wache. Achso, das ist wahrscheinlich zu schwer. Da kriege ich einfach gar keinen Punkt. Der kommt... Nee, doch, kriege ich. Der kommt 100-mal angelaufen, lässt sich von mir wieder wegschicken. Irgendwann wäre es doch dann einem echten Wächter auch einfach zu blöd, oder? Und er würde mir nicht mehr glauben, was ich ihm erzähle. Da ist er auch schon. Nee, das ist ein Freskenmaler. Ach, der ist sauer. Warum ist der eigentlich sauer auf mich? Ich weiß es nicht. Okay, und ich habe gerade beschlossen, dass der wohl hier unten drin hockt. Das stört aber auch keinen. Da ist gerade keiner da. Nur mein treues Pferd. Etwas besser auf. Los, verschwinde. Was habe ich jetzt denen gemacht? Ich bin auf der Suche nach einem Kerl namens... Kennen tue ich ihn. Aber meistens hockt er in der Schankstube am Hauptplatz. Hab Dank. Ich suche nach ein paar Leuten, über die du etwas wissen könntest. Wenn sie hier einkehren, vielleicht... Mir kam zu Ohren, dass ein paar harte Kerle hier Leute anwerben. Haben Sie hier gespeist?
Es gab da ein paar Zänker, die sich hinter der Schenke prügelten. Die habe ich nicht gemeint. Ich suche nach Leuten, die immer wieder Söldner und Halsabschneider anwerben. Davon weiß ich nichts. Alle heiligen Zeiten heuert ein Händler eine Eskorte oder Gehilfen an, aber nichts weiter. Und regelmäßig kommt keiner. Das würde mir auffallen. Weißt du zu... Nicht... Du weißt... Nee, ich werde mir das nicht anhören. Es geht nur darum, dass auf meiner Karte ein neues Icon erscheint. So. Und? Habe ich richtig geraten? Ja. Schaut! Jetzt werde ich von ihm hier dahin geschickt. Also, ja, ja, finde ich jetzt nicht so spannend. Ihr? Ihr findet es spannend, dass man drei Leute befragen muss, die einen zu drei weiteren Leuten schicken? Boah, kann man schon spannend finden, wenn man sonst im Leben nichts zu tun hat. Aber ich finde das jetzt gerade... Oh Gott. So. Also reiten wir mal zu C als nächstes. Ich möchte aber eigentlich mit der Hauptstory vorankommen und nicht diese komischen Abklapper-Primitiv-Quests machen, um ehrlich zu sein. Ich bereue es gerade, die Theresa sterben zu lassen. Das wäre wahrscheinlich spannender gewesen. Naja, mal gucken. Vielleicht kommen wir da auch noch vorbei. Vielleicht haben wir noch ein paar Stündchen. Wahrscheinlich beschließe ich dann irgendwann in der nächsten Folge auf dem Weg irgendwohin, sie doch zu retten. Und dann ist es zu spät, gerade als ich sie in der Ferne sehe. Das wäre doch tragisch, oder? So, jetzt bin ich fast da, oder? Ja. Das muss doch sein. Nee, es sind Totengräber. Du? Hä? Warum wollen die sie mit... Achso, was ich beklagt habe, im Ort gelte ich jetzt als Paria irgendwie anscheinend. Naja, Gott, zahle ich halt eben Geld, ist auch egal. Nee, da ist er nicht. Da muss doch der Gerber sein. Jetzt was, muss ich mit dem Gerber oder mit dem Totengräber... Mit wem muss ich sprechen? Ach, das ist der Schinder, das ist er schon. Also kriegst du halt Geld von mir. Das muss doch nicht sein. Der ist billig. Bist du der Schinder? Ich bin der Tod. Und darum klicke ich das jetzt durch. Danke. Ich muss Scheiße, das wollte ich nicht. Verzeihung. Es ehrt mich. Mit dir rede ich nicht! 70 Groschen. Es ehrt mich, dass sich ein Ritter für mich interessiert. Wegen Sasau. Und was ist denn... Was? Wer war sie? Jemand von hier? Was ist passiert? Sie sah aus, als wäre sie zerhackt worden. Die Leute hatten Angst. Und warum würde jemand so etwas... Wer weiß. Vielleicht hat jemand wo rumgeschnüffelt, wo er nichts verloren hatte und die Hündin ist auf ihn los. Okay, das werde ich jetzt gleich nochmal weitergeschickt. Na gut, aber du... Okay. Aber das scheint wenigstens eine neue Aufgabe zu sein. Dann gehen wir noch zum Gerber. Manchmal sind die ja auch sich gegenseitig überflüssig machen, weil man irgendeine Info bekommt, die einem schon reicht. Aber da will ich jetzt nichts riskieren. Ich möchte es schon nochmal in der Hauptquest weiter. Guck mal, wie oben die Icons zittern. Das ist aber auch nicht ganz so, wie es sein soll, oder? Also in dieser Kompassanzeige, da fliegen manchmal die Icons so ein bisschen beängstigend rum. Mich dünkt, ich ritte in dieselbe, in die falsche Richtung. Da muss ich doch hin. Also meine angeborene Orientierungsschwäche. Guck mal, das ist doch ganz seltsam, wie das aussieht, oder? Macht nicht vor... Doch, da soll ich lang. Komisch. Macht nicht vor einzelnen Spielen halt. Es ist spielübergreifend. Malerisch. Nervig ist beim Pferd, wenn es einmal stoppt, muss man erst wieder Anlauf nehmen, während ich zu Fuß einfach drüber klettern kann. Darum gehe ich jetzt zu Fuß weiter.
Ich bin schon noch auf dem richtigen Weg. Ja. Malerisch, da würde man gerne mal Urlaub machen. Tada! Scher dich fort! Das muss doch nicht sein. Ja, aber geht schon. Und wohlgemerkt, ich habe ja nichts gemacht in diesem Ort. Ich bin ein paar Mal irgendwo reingelaufen. Ich kam nicht aus der Tür raus, kann ich doch nichts dafür. Aber dass dieses fünfmal angesprochen werden aufgrund dieses Bugs, das legt mir jetzt das Spiel zur Last. Wann kommen Sie her? Jeden. Wann kommen Sie her? Jeden. Wie viel? Jawohl. Wie gesagt, ich würde das mir gerne angucken, wenn es mich interessieren würde, aber es geht nur darum, irgendwelche neuen Questmarker. Ich könnte mich um. Nun ja, du siehst. Vielleicht kann ich das mit aufzudecken. Vielleicht kann ich sie zur Vernunft. Hals und Beinbruch, Junge. Okay, die sind schon in der Nähe. Dann. Ach so. Wo ist denn das Haus des Gerbers? Hä? Das ist doch sein Haus. Ach, da. Ziehen wir mal das Schwert. Das ist der Steinbruch, ja. Da sollen sie sein. Nur, wo sind die? Hä? Ich sehe niemanden. Du da mit der Waffe. Bist du so einer? Und Kritiker, die Leute heute zu. Hey, pass auf! Da ist doch niemand. Bin ich nicht zur richtigen Zeit da. Macht das natürlich auch echt Spaß. Ja, hier ist ja fast so eine Arena, gell? Da wird das schon sein. Aber hier ist halt niemand. Schlafen die noch oder was? Ja gut, dann kann man das halt nicht machen gerade. Komme ich später wieder. Dann muss ich hier hin. Ich finde es halt nur nicht so spannend da jetzt. Also. Aber ich hoffe, dass ich diese Klosterquest, diese berühmt-berüchtigte, freischalte. Das möchte ich schon noch schaffen. Und wer weiß, vielleicht spiele ich das dann sogar privat zu Ende noch, wenn ich so absehen kann. Jetzt habe ich so viel Zeit und Blut und Tränen da reingesteckt. Dann schicke ich euch ein Beweisbild, wenn ich es geschafft habe. So, wo ist der Mann mit dem kranken Fuß? Habe ich noch das Schwert in der Hand? Ja, genau. Die liegen ja seit Monaten mittlerweile. Dass da nicht mal einer aufgeräumt hat, die liegen hier immer noch. Wie? Vor zig Folgen. Er regt sich nicht. Aber die einzige sichtbare Verletzung ist die am Bein. Ich muss Johanka fragen. Was machst du hier? Wir haben schon ganze Ortschaften zusammen vor Vergiftungen gerettet und jetzt will er nicht mit mir reden. Hallo Johanka. Sicher. Mir ging es selbst schlecht. Sie verfolgen. Wie geht es den Leuten hier? Wie es ihnen. Wir haben zu wenig. Ja, aber. Warum ist Raub. Die ist. Deinetwegen? Ja, mir hat's irgendwann gereicht, wie sie mit uns. Cool. Wie fühlst du dich dabei? Manche Mönche reden mit mir. Leider zählt der Kustos zu den Ersteren. Was meinst du damit? Andauernd. Angeblich hat er irgendwo eine Ehe. Und, na was wohl? Ich könnte etwas unternehmen. Nein, mit dem wäre. Ich will aber jetzt nicht noch 10 Nebenquests haben. Habt ihr genug zum Überleben? Und wenn ich Fleisch. Das. Brauchst du so. Sieh dich. Das ist das Problem für so Open-World-Spielen. Das fühlt sich jetzt für mich total unrealistisch an. Ich bin ja eh schon sehr spät dahin gekommen und dann waren die. Also, dass die da noch blutend von einem Ereignis, das 38 Folgen zurückliegt, immer noch blutend hier liegen. Das ist schon mal dumm. Die wären mittlerweile gestorben oder wir genesen.
Und jetzt kommen halt hier so Sachen, die quasi davon ausgehen, dass ich relativ früh im Spiel zum ersten Mal sie treffe. Was kannst du mir über den Aber da weiß es auch keine rechte Lösung für. Außer dass vielleicht die ganze Queststrang verschwinden täte. Ich tue was. So, aber jetzt. Was fehlt dem Kerl beim Altar? Er hatte einen Beinbruch. Sah schlimm aus. Ich mach mir kaum. Gott, es muss doch. Und was schlägst du vor? Boah! Lass mich es versuchen. Du? Unglücklicherweise. Man muss die Nun gut. Also, das machen wir doch schnell. Es wurde gleich mal gespeichert. Jetzt wäre ein Minispiel lustig, wo man so Knochen aneinander rein muss. Fest? Ja. Oh Mann. Tut ein bisschen weh jetzt. Alles wieder gut. Was zum Teufel? Oh, ich bin so gut. So, aber eigentlich haben wir eine andere Aufgabe. Und zwar wollen wir doch... Ach, das ist genau der Mensch. Philipp. Hey, pass auf. Scarlett. Dich merke ich mir. Ich sehe keine Wunden, aber er zittert fürchterlich. Der kommt aus eigener Kraft durch. Okay. Muss ich wieder mit Johanka reden, oder? Was ist denn? Hey, pass auf! Aber eigentlich will ich der Hauptquest folgen. Und da heißt es doch, frage das verwundete Großmaul im Kloster. Und das verwundete Großmaul... Vielleicht muss ich ihm auch erst helfen. Vielleicht ist das der Philipp. Diese Wunden wurden gründlich versorgt. Sehr gut. Der kommt aus eigener Kraft durch. Du siehst gesund aus. Das ist Großmaul. Waren das die Kommandos? Das sage ich dem... Manchmal. Tja, aber die... Ich habe die Ver... Wunderbar. Sagst du es, Bruder Nikodem? Ich mache das selbst. Tja... Und? Was wird es? Vielen, vielen Dank. Keine Ursache. So. Der kommt aus eigener Kraft durch. Das ist bestimmt das Großmaul. Scheiße. Du bist nicht aus Scarlet. Nein, aber bitte. Was ist mit dir? Ich hab an einem Gebäude gearbeitet, als du. Das meinen alle. Aber was hab ich davon? Sieht übel aus. Wochen? Scheiße, ich... Nee, das ist nicht das Großmaul. Hab eine Familie, bin arm. Wir kommen, und wo soll mein Weib? Und gibt es etwas, als ich klein war? Hat ein Gaul meinem Vater mal... Weißt du noch welch? Nee, aber hier im... Ich werde mich umsehen. Danke dir. Ich werde nicht gebraucht. Herr im Himmel! Warum regst du dich? Warum? Es tut verdammt weh. Vielleicht kann ich dann Diese Wunden wurden gründlich versorgt. Okay. Du siehst schon besser. Fühl mich auch besser. Wenn du jemals wissen willst, was in Sasau los ist, komm. Mein Name ist Tom. Wie geht's? Fühlst du dich besser? Ja, viel besser. Aber das ist doch kein Großmaul. Bin ich dankbar. Ein bisschen noch. Ehrlich gesagt bin ich nicht... Was brauchst du? Ein Vögelchen zwitscherte mir, es gäbe Arbeit für harte Kerle, die auf Silber aus sind. Ah, ich glaube, ich kann dir weiterhelfen. Was zum Teufel? Sie gingen einst ins Wirtshaus, treffen sich nun aber in der Kirche. In der Kirche? Das ist alles? Zu tun, was ich gesagt habe, genügt. Die nehmen dich in Augenschein und... Na gut, danke. Du hast dich um mich gekümmert. Na gut. Also... Ah, die sich abends hinter dem Haus treffen. Also ich kann jetzt... Jetzt brauche ich gar nicht mehr zum Müller gehen. Seht ihr das? Eigentlich hatte ich hier. Aber jetzt hat es quasi eine Quest die andere. Oder eine Subquest die andere Subquest
unnötig gemacht. Das, so lobe ich es mir. Genau. Sparen wir wertvolle Sekunden durch eine Schnellreise. Also ist alles mühsamer, als ich gehofft hatte zu Beginn der Folge. Weil ich wollte, wie gesagt, in der Hauptquest etwas vorankommen. Es lädt aber lang. So, dann kann es auch sein, dass ich mich gar nicht mehr abends mit ihnen treffen muss. Ich glaube, das war der entscheidende Hinweis hier. Gucken wir mal, ob sie da sind. Hm. Hast du was verloren? Das ist doch die Kirche hier, oder? Oder irgendwas. Ja, ja, das ist die Kirche. Wir müssen doch irgendwo hier hocken. Und sie schauen mich ja an. Na, das ist nur ein Priester. Scher dich fort! Also, das nervt mich langsam hier. Wie gesagt, das war ja nicht meine Schuld, dass das passiert ist. Aber ich fürchte, ich muss genau mit ihm reden. Ein gemeiner Versuch des Spiels, mich wieder um meine hart erhandelten Besitztümer zu bringen. Pater, worum geht es? Ich habe hier... Gott sei uns gnädig. Vinzenz ist schwer... Ja, aber Vinzenz... Das ist eine Nebenquest, das ist gar nicht das. Dank, Vater. Also ich bringe jetzt dauernd Nebenquests zu Ende. Aber... Was zur Hölle machst du da? Das will ich gar nicht. Ich will... zum Treffpunkt der Presse, aber vielleicht ist das genau hinter ihm da. Das kann natürlich auch sein, außen. Das wäre dann hier ums Eck. Da ist aber auch niemand. Vielleicht kommen die ja immer auch nur abends. So würde ich es ja machen. Ja, abends. Gut, abends. Soll schon wieder schlafen. Okay, dann lege ich mich jetzt ganz brav ins Bett. Da seid ihr dann alle zufrieden, oder? Und dann werden wir in der nächsten Folge uns um dieses Thema kümmern. Und dann hoffen wir mal, dass in der nächsten Folge quasi bis zum Kloster komme. Ach, jetzt muss ich wieder irgendwo hin, um schlafen zu dürfen. Mich hassen ja eh schon alle. Ich möchte nur dein Bett. Du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde. Übrigens, mit der Mechanik habe ich überhaupt kein Problem. Das finde ich sogar gut. Hat mir schon bei Gothic 1 gefallen, dass man nicht einfach irgendwo rumschnüffeln konnte. Problem ist halt nur die Verbindung mit der üblichen Design-Schlampigkeit dieses Spiels, was dann in der Folge so passiert. Gucken wir mal. Er hasst mich. Aber ich schlafe trotzdem. Und es passiert. Jetzt passiert was. Sehr gut. Jetzt kommt der Wächter. Das haben sie mir nicht durchgehen lassen. Das ist das erste Mal übrigens. Finde ich gut. Finde ich gut. Nur weiß ich ja, jetzt muss ich ihm nur sagen, verpiss dich. Und alles ist gut. Genug. Aber ich habe nur... Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Ich glaube, das wäre jetzt... Und schaut mal, das ist ein derartiges Vergehen, dass da sofort hunderte von Leuten kommen, die mir dann aber im Versuch, dass ich rausgehe, die Türe vor der Nase zuschlage. Guck mal, alle Wachen sind gekommen.
Wahnsinn, weil jemand im fremden Bett schläft. Dem sollte man eher Wasser über den Kopf kippen vielleicht. So. Da darf ich doch rein, oder? Also ich meine, wenn ich müde bin, dann kann ich auch mal am Flughafen zum Beispiel einfach auf einer Bank mich mal hinlegen und so zumindest dösen. Das ist dann kein erholsamer Schlaf. Aber, naja, wisst ihr, was ich sagen will? Sehr schwer, sehr schwer. Oh, bin ich denn da reingeraten? Sehr schwer. Schade. Dann lassen wir es halt. Scheinen die Reichtümer des Vogtes zu sein. Den stört es zum Beispiel aber nicht, dass ich da einfach hochklettere. Also, hier hat es doch Betten. Und ein schweres Schloss. Schwer schaffe ich ja, haben wir gesehen schon. Übrigens, das Schlösserknacken haben sie viel zu einfach gemacht. Da kann man ja eigentlich nichts mehr falsch machen. Schaut euch das mal an. Und damit habe ich bewiesen, man kann was falsch machen, aber ich habe mich jetzt wirklich auch echt doof angestellt. So. Aber jetzt möchte ich es mal richtig machen. Ja. Pff, und dann ist irgendwelcher Kack drin. Aber die verzierte Kotte, die nehmen wir doch gerne mit. Und einen gelben Spitzhut. So, aber eigentlich wollen wir nur ein Bett. Weil man sich nicht einfach mal irgendwo halbwegs geruhsam hinlegen darf, hinsetzen darf. Das müsste Abend genug sein. Und dann entschlummern wir für diese Folge. Wir sind am Dienstag wieder und unter Umständen ist am Freitag die Live-Folge. Wissen wir noch nicht ganz genau. Wir sagen es euch am Montag im Momoka. Und bis dann. Tschüss.